Moin Moin und willkommen zurück hier. Ich bin der Shansen und wir spielen bei der Asgard 2. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir immer noch in der Wüste. Denn wir müssen noch so ein bescheuertes Horn finden, um an den Typen hier hinten vorbeizukommen. Was ich beim letzten Mal natürlich nicht gefunden habe. Wo das aber sein kann, weiß ich leider auch nicht. Gleich mal alles absuchen. Es ist seltsam, diesen Ort verlassen zu sehen. Er wurde wiederfinden, weiß ich auch Gläubigen nicht. Zum Feiern und Handeln. Lasst mich raten. Segment. Oder seht. Wenn wir hier laufen, so oder so. Eine kommt jetzt dieser Hyopa hier an und lässt uns ja nicht durch. Aber wir haben leider auch keine Chance hier. Diesen also ebenfalls? Haben also keine Chance hier, direkt durchzukommen. Was ein bisschen doof ist, denn diese Trompete von Des haben wir halt nicht. Da lässt uns auf jeden Fall nicht durch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, gucken wir, wo wir die noch kriegen können. Wir kriegen ihn woanders. Wissen wir mal. Die kriegen wir nicht. Oh, das ist ja auch so ein... Zeig es auch wieder da. Hm? Das heißt, es geht davon aus, dass wir es hier finden können vielleicht. Da mal runter. Und wird mal wieder zum Mensch. Dann gehen wir hier rein. Gucken wir hier ein paar Gegner. Wo ich war ja schon hier drin und habe ja auch schon gekämpft. Den Gegner haben wir hier drin nicht gehabt, ne? Und haben wir auch alle aufgemacht. Das hier ist das nicht, das muss hier irgendwo sein. Jetzt zeigt das Auge natürlich wieder darüber, ne? Diesen großen Zelt waren wir auch drin. Haben wir auch alles rausgeholt, glaube ich. Was man so rausholen kann. Meine Trompete, wollte ich gerade sagen, habe ich hier nicht, oder das Horn? Mhm. Gut, wo kann das denn noch sein? Es gibt ja noch verschiedene Gegner hier. Komm, wir machen dich mal wieder zum Reittier. Das Reittier sieht aber echt cool aus. Kolossal cool. Ups. Und weiter geht's. Oh nein. Horn von Beth. Hm. Und Peter von Best True. Also, jetzt gucke ich mal wirklich, kann man die irgendwo herstellen? Oh, gehen wir ins Questbuch. Hat ein enthülltes Wagt das Schwert ein Gegenstück hat. Den Schild von Manu bergt ihn aus dem Tempel des Osiris für den Kampf gegen Sachmet. Was ist im Tempel des Osiris? Hm. Osiris? Haben wir nicht. Da muss ich hin. Ich muss ja hier durch. Seht ihr, das ist dieser kleine Weg. Da muss ich durch, um da hinzukommen. Es gibt keinen anderen Weg. Wo kriege ich das Gackhorn her? Geheime Truhe. Hm? Nest. Oder das Ra. Umwelt. Alter. Ich werde jetzt einmal kurz zum Außenposten reisen. So. Ein bisschen Werkstätten. Vielleicht kann der uns ja wirklich sowas bauen. Ich weiß es nicht. Weil ich finde dieses blöde Horn nicht. Und das nervt mich. Und ich möchte auch nicht rumrennen. Die ganze Zeit. Stundenlang um dieses Horn zu suchen, ist doch auch total behindert. Kann ja gar nicht sein. So. Gucken wir nach, ob er uns da was basteln kann, der Hyopai. So. Es ist nicht nötig zu sprechen. Och. Ich schätze eine Arbeitspause. Meine Waren. Okay, ich hab sowas nicht. Aber vielleicht. Ich schätze eine Arbeitspause. Vielleicht kann der Händler das machen. Was sein? Händler das vielleicht die Chance hat, sowas zu haben? Wo soll denn hingehen? Na, hier war denn der Händler jetzt? Hey, hier, ne?
bin noch handeln aus. Also. Redet ihr noch mit mir? Oder steht ihr da noch? Ihr habt Petar aus seiner Isolation geholt? Ich bin beeindruckt. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Habe getan, worum ihr gebeten hattet. Bierbrauen mag euch nicht wichtig erscheinen, aber Bier ist das Geschenk von Osiris. Horus Vater war also doch zu etwas Nutze. Neben dem ganzen Ägypten zum Frieden und Wohlstand führen. Ich bin die Gottheit der hoffnungslosen Fälle. Nur ein Scherz. Horus muss wissen, dass er nicht zu ihnen zählt. Erstattet Bess-Bericht. Also der muss doch sowas haben, Bess, dass wir ihm was bekommen können. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Was wollt ihr? Ihr braucht mehr Verbündete als mich, um die Ma'at-Steine zu finden. Okay, sag mal eine Warnwaffe. Also das können wir fertigen, da können wir richtig viel fertigen, finden wir auch. Wiederbelebungsraum geht auch. Lass uns den hier nochmal fertigen. Noch ein paar von. Gegenstände kaufen. Da ist die Trompete vom... Alter! Was ist das da? Verkaufe ich gleich 3 Stück. Wenn ich einfach hab. Gut, danke. Was ist das noch hier? Ja. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Möge Ra euren Weg erleuchten. Hi. Ich werde üben, während ihr weg seid. Es könnte nützlich sein. Er hat nichts mehr von uns. Okay, ja gut, das war jetzt ja denn doch nicht so schwierig. Hätte man gleich machen können, wie ich Depp. Aber was soll's. So, Karten da. So, wir wollen auf jeden Fall zum großen Sandmeer. Da wollen wir hin. Also hier ist das Ding. Da können wir rumreiten. Wir können auch von da reiten. Das ist eigentlich egal. Der Weg ist ja nah, wir können auch von da reiten. Alter, ganz ehrlich, so einfach, ne? Und hätte man sich auf den Namen gemerkt, den bescheuerten Gott dort, diesen kleinen nuddeligen Gott, hätte man es auch sofort gewusst. Egal. So haben wir uns ein bisschen durch die Gegend gewurstelt und kommen trotzdem noch in die richtige Richtung. Aber jetzt haben wir 3 Hörner, jetzt brauchen wir uns darüber keine Gedanken mehr machen. Das ist schon mal gut. Ja. Los geht's. Seht das nicht als selbstverständlich an. Bin ich als selbstverständlich an, du bist für mich einfach nur ein Reittier. Habe ich euch nicht um etwas gebeten? Um was? Nein, nur so nebenbei erledigen die Quests, oder? Wir holen uns jetzt ja nicht so dem rein. Wir werden es schnell machen. Ja, mir ist wirklich nicht eingefallen, dass der Typ Bess hieß. Deswegen wären wir wahrscheinlich schneller drauf gekommen. Es ist seltsam, diesen Ort verlassen zu können. Er wurde also geschaffen, um mit Gläubigen gefüllt zu werden. Zum Feiern und Handeln. Diesen also ebenfalls? So, danke. Gut, kommen wir endlich weiter. Hätte schon umsonst rumgesucht. Halb so wild. So. Kosmische Wächtergottheit erhält das sterbliche Wesen, von dem ihr besitzt, greift göttlichen Schutz. Diese ätherische Macht kann an göttlichen Schutzbrunnen wieder aufgefüllt werden. Okay. Ausgangspunkt der königlichen Pilgerreise. Mein Vater hat treu zu Osiris gebetet. Und was hat ihm das gebracht? Einen schmerzhaften Tod. Was ist es denn diesmal? Komm schon, kämpft mit mir! Kostet meine Klinge! Das wird ein guter Kampf. Ah!
Aufmerksamkeit. Oh, Kätzchen. Ganz ruhig, Kätzchen. Aufmerksamkeit bekommst du von mir irgendwann. Wenn du es dir verdient hast. Wir müssen da irgendwo hin. Im Außenrum vielleicht? Da sind das Reittier mal richtig. Guck mal, wie dicht das jetzt dran ist. Dieser Ort riecht nach Leere. Und etwas nach... Da, komm ich rüber. Über den Reitsand. Und so schnell wie du rüberkommst. Mich nach einem Kampf gesehen. Hui, bleib stehen. Und viele. Und tot. Auf den Weg. Wie soll das noch alles rein? Ist irgendwas, dann muss ich mal gucken. Mal gucken, was es ist. Ob es da irgendwas Cooles entgeht. Ja, Pilze. Guck mal, wie stark die hier unten sind. Nicht so stark. Aber. Zeigt auf den Besuch. Jetzt? Ich hier noch anderes treffen. Kommen wir denn da rein, ist die Frage. Ach guck mal, es geht hier oben längs. Okay, kommen wir hier längs. Hier geht's längs, glaube ich. Nee, da kommen wir da runter. Müssen wir irgendwas hier machen, oder was? Ja, ist die Frage, ob du es auch machen kannst, da. Auch da reinkommen. Hä? Damit hätte ich rechnen müssen. Nicht blöd? Sehe ich da nichts hier, wo ich was gegen machen kann? Das Ding weg. Was bringt mir das denn? Ihr schafft es. Ich nicht. Ach, guck mal. Was bringt mir das jetzt hier? Ach, guck mal da. Nur was soll das, ne? Lustig. Das müssen wir mal rausfinden hier. Wir sollten das nicht hier lassen. Nutzt den Vorteil. Und
Ohrenpilz. Trüchen. Mit Käsehaarreif, okay. Nur ganz kurz. Wo braucht man den? Wie jetzt sicher nicht so dagegen tritt. Noch was? Ignoriert mich nicht. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Hm? Da. Sorry. Mach ich gleich. Ich muss unser Heilgetränk reinpacken. Ja, jetzt haben wir genug von. Ja. Ich fühle mich schon besser. Wir sammeln alles ein, was wir hier finden. Wäre echt gestorben fast, ne? Nur so mit 1% Leben noch da. Auch nicht schlecht. Okay. Achso, hier geht's wieder runter. Ach, guck mal, das war's schon. Hier geht's wieder runter, dann können wir wieder zurückgehen. Das war's. Dann geht's wieder hoch. Gut. Noch hin. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen gerade. Und da sind wir gekommen, wo wir geritten. Wir gehen hier weiter jetzt, ne? Los geht's. Eine Feder. Lasst mich meine Werkzeuge zum Einsatz bringen. Okay. Wo will? Oh, na gut. Da wäre ich. Kostet meine Kinder. Rein da! Gute Arbeit, schätze ich. Okay, müssen wir gucken. Hier gibt es mehrere Wege, glaube ich. Kann ich mal hier rein, irgendwie? Kann hier auch hoch. Lassen wir kurz hier hochgehen, erstmal. Und diesen Ring hier rüberholen. Das geht nicht. Da müssen wir irgendwas von hier machen, um den hier rüber zu bekommen. Da drüben genau das gleiche. Also irgendwas. Die müssen zusammengeschoben werden und hier muss auch irgendwas passieren, aber die müssen zusammengeschoben werden, damit wir rüberrennen können. Ich sehe bloß noch keinen Mechanismus dafür. Wir müssen erstmal da reingehen. Gut, gehen wir erstmal rein. Gucken wir mal hier drin. Ah, hier ist auch so ein Kram, da können wir nichts machen. Hier ist eine Truhe. Da können wir hoch. Da. Hier können wir laufen. Da können wir hochklettern, okay. Lassen.
Das muss hoch. Kannst du da rüberkommen? Der bringt mir ja nichts, wenn ich da hinlaufe. Weiß ich nicht. Nein, doch. Okay. Hab was gebracht? Fleischspieß bekommen. Okay, ich dachte jetzt, wir kriegen hier irgendwie. Wir können irgendwie das Rätsel lösen für draußen. Dann müssen wir draußen mal gucken. Weil das ist anscheinend nicht das Rätselslösung. Gut, dann lassen wir hier rausgehen mal. Ja, das bringt nichts. Okay, was kann man hier machen, ist die Frage. Nicht erkennen. Das geht ja nur, wenn wir dran ziehen. Ich kann noch Getränke legen, wenn wir mit. Wir hier von außen irgendwas? Da oben drauf stehen? Ne. Okay, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, oder? Wie kann das Rätsel Lösung sein? Hier ist irgendwas auf dem Boden da, so ein Kratzding. Aber wie es genau weitergeht, wissen wir nicht. Wir gehen nochmal da rein. Wir haben was zu besehen gerade eben. Hat ja schon irgendwas zu bedeuten hier, oder? Das was übersehen hier? Aber die nicht, ne? Was ist hier drüben? Aber ich sehe hier nichts weiteres. Nee, das ist schon alles richtig hier. Okay, schwierig, schwierig. Jetzt ziehen wir doch kurz da stehen, nicht dass da doch was ist. Bleib doch mal da oben. Oh nein. Achso, sie könnte hier vielleicht irgendwas machen. Oder? Hm? Hier ist auch nichts. Also ab und zu blicke ich es nicht, ne? Was ist denn hier drüben? Wie soll man den Haken denn da rüber bekommen? Den Haken nehmen? Ich kann es nicht, also tue ich es nicht. Okay. Das ist doch. Ich kann hier auch nicht irgendwie. Mal nicht rüber jumpen oder so. Ach so, okay. Nein, ich kann es nicht zumachen.
auch nicht. Was übersehe ich denn gerade? Okay, also irgendwas. Irgendwas muss. Hier muss das muss hochkommen. Aber wie kommt das hoch? Das sieht aus, als ob das aus dem Boden steigen kann. Seht ihr das? Das ist ein Muster. Aber ich sehe noch keinen Mechanismus, wo man drauf treten kann, um das nach oben zu bekommen. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Jetzt macht die Tür auf. Mal da reinschicken. Da sind wir drin. Okay. Wie kriegen wir die Steine da hoch? Muss hier irgendwas geben, wo sie rauftreten kann? Ich sag mal. Versucht es hier. Nicht dieses Mal. Warum kannst du dich hier oben raufstellen, wenn ich hier bin? Warte mal kurz, ich hab ganz kurz mal eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wenn du jetzt da draufstehst, geht denn auch die Erde da hoch? Nee, die bleibt unten. Damit hat das nichts zu tun. Ist hier irgendwas frei geworden? Ach, guck mal da, jetzt sehe ich das. Ach, Alter, wie ätzend. Alter, Mann, ich bin gerade sauer. Recht simpel, ne? Recht simpel, ey, ganz ehrlich. Und dann hängt man so lange an so einen Scheiß, ne? Was ich gesehen habe. Gut. Dumm wieder, ne? Also wie, ganz ehrlich, wie dumm. Boah, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich das beim nächsten Mal einfach rausschneiden sollte. Im Endeffekt ist ja auch für euch langweilig, wenn ihr seht, wie dumm ich da stundenlang irgendwas mache. Und das ist trotzdem nichts wert. So. Komm mal her. Hierher. Hierher und keinen Schritt weiter. Los geht's. Das ist mir recht. Im Moment. Das ist gar nicht mehr an gerade, ne? Ich glaube, das könnte richtig sein. Oder? Wir werden mal ganz kurz durch. Guck mal, ob wir zur richtigen Stelle kommen, weil es sieht hier relativ richtig aus. Oh. Da ist der Kopf voll abgefallen. Tempel des Osiris, na bitte. Hier auf, der Scheiß-Tempel. Steck den Schlüsselstein vom Petar da rein, ja, das machen wir. Jetzt geht ihr.
endlich etwas Spaß. Scheiße, hat getroffen. Diesen Geschmack mochte ich noch nie. Mist. Einsammeln. Okay. Gut, aber ich glaube, wir machen erstmal Schluss und machen beim nächsten Mal hier weiter, denn den Schlüssel reinstecken, das können wir gleich alles machen. Aber ich finde, wir müssen schon so ein bisschen Spannung bewahren, oder? Sonst wird es ja alles ein bisschen langweilig. Gut, gucken wir uns den Tempel beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.